Herzlich willkommen zum Näh deinen Stil Podcast. Ich bin Elke Puls, du kannst aber auch Elle zu mir sagen. Bei mir wird planvoll genäht. Ich zeige dir, wie du mit Freude und Fachwissen eine Garderobe aufbaust, die dich unverkennbar macht. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Näh deinen Stil Podcast. Heute ist das Thema 6 Tipps, wie du deine vorhandene Garderobe während der Stilfindung nutzen kannst. Denn wenn du auf dem Weg zu einem neuen Stil bist oder deinen Stil verfeinern willst, dann kommst du immer wieder an den Punkt, wo du dich fragst, ist das in meinem Schrank jetzt eigentlich noch gut, so wie es ist? Und interessanterweise kam gerade dazu letzte Woche von einem Clubmitglied der Katrin eine spannende Diskussion auf. Ich lese mal vor, womit sie die Diskussion gestartet hat. Guten Morgen, wie geht ihr mit euren Ergebnissen aus den Kursen um? Was habt ihr mit euren Kleiderschränken gemacht? Ich bin noch nicht lange dabei und habe die ersten 4 Kurse, Farbe, Material, Muster und Schnitt gemacht. Von dem Ergebnis, Farbtyp 16 und 8, sinnlicher Stil, war ich erst überrascht. Nachdem ich das Ergebnis aber ein paar Tage habe sacken lassen, bin ich sehr happy damit. Es entspricht nämlich sowohl vom Stil als auch von den Farben dem, was ich vor etwa 6 Jahren gerne getragen habe. In Klammern, bis mir gesagt wurde, ich solle warme Herbstfarben tragen und ich dachte, ich müsse bodenständiger auftreten. Klammer zu. Allerdings findet sich von den alten Klamotten kaum noch etwas in meinem Schrank. Bei Oberteilen und Hosen ist fast gar nichts dabei. Ich habe durch diesen Club schon jetzt eine neue große Nähmotivation und ganz viele Ideen bekommen. Nur werde ich diese nur Stück für Stück und ohne Stress umsetzen können. Also, wie seid ihr mit euren Klamotten umgegangen? Habt ihr sortiert, passend, unpassend Mittel oder Stück für Stück ersetzt? Das Schöne im Club ist ja, dass oft schon Antworten anderer Mitglieder da sind, bevor ich überhaupt dazu komme zu lesen. Mittlerweile kannst du hier nämlich sogar schon auf einen Erfahrungsschatz von über 500 Mitgliedern zurückgreifen. Und diese Antworten lese ich immer total gerne, weil sie oft zwar ähnlich sein können, sich aber von einer anderen Seite dem Thema nähern. Und das inspiriert immer wieder aufs Neue. Und wie so oft ist eben auch die Wiederholung der Weg zum Erfolg. Ich fasse hier einfach mal die Antworten zusammen und gebe noch meine Gedanken und Erfahrungen dazu. Ja, und da sind dann einfach diese 6 Tipps draus geworden. Tipp Nummer 1 ist, vielleicht entgegen mancher Aussagen, die man halt aus dem Netz findet, die auch ich manchmal getroffen habe. Aber gerade im Club ist es gar nicht mal so schlecht, eben nicht sofort radikal auszumisten. Sonst entstehen nämlich neue Probleme und vielleicht auch Stresssituationen, die gar nicht gewünscht sind, weil du einfach dann etwas zu wenig im Schrank hast und dann gar nicht mehr so richtig kombinieren kannst. Außerdem sind die Kleider, die du hast, ja auch aus einem bestimmten Grund bei dir gelandet. Wenn du allerdings wie die meisten Frauen Teile hast, die du nicht trägst und in deinem tiefsten Inneren weißt, dass du sie nicht wieder tragen wirst oder kannst aufgrund der Größe, dann kannst du sie auf jeden Fall aus deinem Schrank entfernen. Ob du sie gleich wegschmeißen musst oder verkaufen, wie auch immer, das ist natürlich deine Entscheidung. Manche Frauen packen sie auch gerne erstmal in den Keller oder auf den Dachboden und gucken sich die Sachen nach einem halben Jahr dann nochmal an, um dann zu entscheiden. Da hat ja jeder seine eigene Herangehensweise. Tipp Nummer 2, verschaffe dir auf jeden Fall einen Überblick. Was hast du da eigentlich im Schrank? In welchen Farben und Kleidungsstücken? Dazu gibt es eine beliebte Methode. Und zwar bringst du dir dazu an der Kleiderstange eine Markierung an. Das kann, weiß ich nicht, eine Schleife sein oder ein Zettel, eine Karte, irgendwas in der Art. Und das hängst du ganz rechts auf deine Kleiderstange. Und nach einigen Wochen siehst du dann, was links von der Markierung hängt, nämlich die Sachen, die du nicht trägst. Also immer wenn du was aus dem Schrank genommen hast, angezogen hast, hängst du es auf die Rechtsseite. Somit kommen dann mit der Zeit immer mehr Teile auf die rechte Seite, wo du weißt, okay, die ziehe ich an. Und die Sachen auf der linken Seite, eher nicht. Da musst du natürlich dann auch nochmal schauen, ja, sind das jetzt Sachen, die da hängen, weil es jetzt nicht zur Jahreszeit passt oder weil es vielleicht was ist, was ich nur zu bestimmten Anlässen trage, die aber auch immer wiederkehren, dann heißt das natürlich nicht, dass die Sachen wegkommen sollen. So richtig wirkungsvoll ist es dann wahrscheinlich erst nach einem Jahr.
wenn man einmal alle Saisons durch hat. Aber ihr könnt natürlich auch immer für eine Saison schauen, was weiß ich jetzt, für den Sommer, für den Herbst und so weiter. Genau, und ja, wenn du im Club bist und die Kurse durchgehst, wirst du auf einmal auch verstehen, warum bestimmte Kleidungsstücke eben für dich nicht so gut funktionieren und warum andere absolute Lieblingsteile sind. Ja, denn man ist es ja schon gewohnt, dass gewisse Teile ja, ans Herz wachsen. Da weiß man, okay, wenn ich das anziehe, ist alles gut. Und dann gibt es immer wieder die Sachen, wo das nicht der Fall ist. Und da eben zu verstehen, warum das so ist, das hilft einem enorm dabei, dann eben zukünftig mehr von den Teilen zu kaufen, in denen man sich wohlfühlt und weniger von denen oder hoffentlich irgendwann auch gar keine mehr, die man eben gar nicht mag. Tipp Nummer 3, schau mal, was könnte geändert oder gefärbt werden. In unserer Zeit ist es leider so, dass man eben schnell dabei ist, Dinge zu ersetzen, obwohl sie gar nicht kaputt sind oder irgendwas falsch mit denen ist. Einfach weil es was Neues gibt oder weil man sich langweilt. Ne? Also meine Empfehlung ist, gehe deine eher nicht so geliebten oder passenden Kleidungsstücke durch und überlege einfach mal, was kann vielleicht gekürzt werden, was kann enger gemacht werden oder irgendwie geändert werden. Manchmal kann es ja auch sein, ich weiß nicht, du trennst die Rüsche von einem Oberteil ab. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Sachen konstruiert sind. Manchmal ist es einfach, etwas zu ändern, manchmal eher nicht, weil die Nähte ein bisschen komplizierter gesetzt sind. Vielleicht machst du aus einem Langarmshirt ein T-Shirt. Also ne, einfach nur so Ideen. Und wenn du eben alle Teile mal anschaust und überlegst, okay, was könnte man ändern? Macht das Sinn für mich? Habe ich vielleicht festgestellt im Proportionenkurs, dass die kürzeren Röcke besser sind und du dich auch wohl darin fühlst, dann könntest du ja zum Beispiel auch meinen Rock kürzen. Schwieriger wird es natürlich, wenn er eigentlich länger werden soll. Aber gut, irgendwo stößt man natürlich auch mal wieder an Grenzen, wenn man etwas ändern möchte, ganz klar. Aber was man eben auch überlegen kann, wenn du zum Beispiel ein Kleid hast, was dir nicht gefällt oder was du einfach nicht trägst, aus welchen Gründen auch immer, dann lässt sich daraus vielleicht noch ein Oberteil machen oder ein Rock oder vielleicht sogar beides. Manchmal kann man ja einfach das Unterteil abtrennen und schwupps hat man irgendwie ein Shirt oder man nimmt dann noch ein Stück von dem Rockteil, setzt es unten an, um das kurze Oberteil zu verlängern. Also einfach mal diese Perspektive einnehmen und schreib dir mal die Ideen auf und ja, dann kannst du ja mal schauen, ob das eben für dich Sinn macht. Eine andere Sache, die eben auch viele Clubmitglieder machen und mittlerweile, glaube ich, auch schon einige sehr viel Erfahrung damit haben, ist, Kleidungsstücke zu färben. Das geht natürlich nicht mit allen Materialien. Also bei Polyester ist es ja dann quasi schon ausgeschlossen, weil die Fasern die Farbe einfach nicht annehmen. Aber wenn es Naturfasern sind wie Baumwolle, Viskose, Leinen, dann kann man das eben auch färben. Aufpassen muss man eben nur, dass die Nähte in der Regel die Farbe behalten, also die Originalfarbe, weil die eben aus Polyester sind. Ja, Tipp Nummer 4. Gerade im Club brauchst du auch Teile zum Ausprobieren. Ja, wir machen ja immer wieder Challenges, wo man bestimmte Kombinationen vielleicht mal testen soll. Oder wenn du für dich während der Kurse was ausprobieren willst, dann ist es natürlich irgendwie cool, wenn du was da hast, um das auszuprobieren, ohne irgendwas dafür machen oder kaufen zu müssen. Und nutze einfach das, was du im Schrank schon hast. Aussortieren kannst du danach immer noch. Ne? Also das ist eben der Punkt. Weil wenn du am Anfang alles wegtust, dann stellst du nachher vielleicht fest, eigentlich wäre das Teil vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil ne, das war, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren mein Stil. Und jetzt stelle ich fest, dass es eigentlich das, was total gut zu mir passt und ich hätte es gerne wieder, ja, dann ist es halt weg, ne? Genau, also du entdeckst einfach viele Möglichkeiten durchs Ausprobieren und ja, wenn du eben dich eine Weile damit ausprobierst, dann wirst du nach einer Zeit einfach auch ein besseres Gefühl dafür haben, wie du etwas kombinieren kannst, welche Farben und Schnitte und Stildetails eben wichtig für dich sind, in denen du besonders schön aussiehst. Tipp Nummer 5, Sachen neu kombinieren. Ja, je mehr du verstehst, welche Stilfacetten sich in dir verbinden, desto leichter wirst du auch mal nicht so gute Teile mit sehr guten kombinieren können. Das heißt, du kannst eben ein Teil, was eigentlich gar nicht so super ist, aufwerten durch ein Teil, was richtig gut ist. Beispiel, es ist ein Shirt in vielleicht ja nicht so einer guten Farbe
Und du hast aber deine Jacke, die eine ganz tolle Farbe für dich hat. Und dadurch hast du dann eben sozusagen den größten Anteil am Oberkörper in dieser guten Farbe. Und darunter ist dann eine Farbe, die eben vielleicht nicht so optimal ist. Aber dann fällt das einfach nicht mehr so ins Gewicht. Einfach nur so mal als Beispiel. Genau, also du hast dann einfach, ja, du siehst schneller und weißt intuitiv auch besser, ja, das ist gut für mich, das ist nicht so gut für mich. Und dann kannst du einfach ja, nochmal mit einer anderen Perspektive ans Ausmisten gehen. Weil man hat ja auch irgendwie so seine eingefahrenen Gewohnheiten bei den Kombinationen. Ja, du ziehst vielleicht so Hose X, am liebsten Oberteil Y und Z an und hast noch überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen, auch mal die Bluse A zu der Hose zu kombinieren. Weil erfahrungsgemäß liegen in fast jedem Kleiderschrank mehr Kombinationsmöglichkeiten als gedacht. Manchmal fehlt nur ein Bindeglied, wie zum Beispiel eine gute Jacke oder ein gutes Oberteil, wie auch immer, um dann einfach wieder noch mehr kombinieren zu können. Und manchmal sind es tatsächlich nur ein paar Accessoires, die einem alten Kleidungsstück oder einer eingefahrenen Kombination wieder den neuen Pep geben. Also überrasch dich doch einfach mal selbst mit dem, was du im Kleiderschrank hast. Dafür ist nämlich auch die Challenge gut, die jetzt gerade heute startet im Club, die 7 Tage, 5 Teile Outfit Challenge, wo es darum geht, mit 7 Teilen durch die Woche zu kommen und jeden Tag dennoch ein anderes Outfit zu tragen. Ne? Da kommt dann so wirklich die Kombinationskunst ein bisschen zum Einsatz und eben auch zu schauen, okay, welche meiner Kleidungsstücke machen das richtig gut mit und bei welchen ist es schwieriger. Tipp Nummer 6, und damit bin ich auch schon beim letzten Tipp, mache viele Outfit-Fotos von dir. Diesen Tipp steuerte eine Diskussionsteilnehmerin bei und ich kann ihr nur zustimmen. Schon oft gesagt hier im Podcast, aber Fotos von deinen Outfits an dir zu machen, ist super hilfreich. Du kannst damit einfach toll Outfits vergleichen und dieser Vergleich ist ehrlich gesagt auch viel heilsamer als der Vergleich mit anderen Frauen, weil du nämlich quasi Äpfel mit Äpfeln vergleichst und nicht Äpfel mit Birnen. Also konzentriere dich auf dich selbst und darauf, wer du bist und eben, was dir steht. Und falls du mal zweifelst oder selbst nicht so richtig siehst, warum ein Outfit nicht stimmig wirkt, dann kannst du dir ja immer noch im Club Feedback holen von den anderen Mitgliedern oder auch im monatlichen Club-Call direkt von einer unserer Stylistinnen. Genau. Also du siehst, es gibt immer viele Möglichkeiten, mit der bestehenden Kleidung zu experimentieren. Es macht auch Spaß und ja, gerade auch so diese Änderungssachen, auch bei vielleicht einem missglückten, in Anführungsstrichen, genähten Teil, was vielleicht frisch unter der Nadel hervorgekommen ist, mal zu überlegen, okay, warum ist das jetzt irgendwie nicht stimmig? Warum fühle ich mich da so komisch drin? Liegt es vielleicht am Ausschnitt? Liegt es vielleicht an den Brusttaschen, die da drauf sind? Vielleicht passt es zu mir besser, wenn die weg sind. Oder ist es die Saumlänge? Ja, so ein Kleidungsstück hat ja ganz, ganz viele Elemente, die den Stil und eben die Passform und so weiter beeinflussen und eben dafür sorgen, dass etwas besonders gut zu dir passt oder eben weniger gut. Ja, und dann... ja, eigentlich könnte ich auch sagen, das ist jetzt Tipp Nummer 7. Ich hatte es jetzt hier so als Schlussfolgerung nochmal notiert. In den Kursen im Club findest du viel Inspiration zu deinen Farben und zu deinem Stil. Und da kann es passieren, wenn du das nächste Nähprojekt angehst, dass du versuchst, alle Erkenntnisse, die du in diesen Kursen gelernt hast, in dieses eine Teil zu pressen. Ja, hört sich schon mal nicht so gut an. Und das ist es dann meistens auch nicht, weil man sich dann zu sehr darauf versteift, dass das irgendwie so super perfekt werden muss oder man gar nicht so richtig sieht, dass vielleicht schon wenn zwei Aspekte richtig gut sind, dass dann das ganze Kleidungsstück schon super ist. Und klar wäre es dann vielleicht noch perfekter, wenn, aber dazu möchte ich eben einfach nochmal was sagen. Denn wenn du dich erstmal auf einen Punkt konzentrierst, zum Beispiel die Farbe, das macht immer Sinn. Wenn du eine gute Farbe hast, dann hast du schon mal die halbe Miete. Weil dann lässt sich, dann hast du einfach schon mal wieder Kombinationsmöglichkeiten. Dann kannst du noch auf ein weiteres Detail achten. Sagen wir mal beispielsweise die Ausschnittform jetzt bei einer Bluse oder Oberteil. Und wenn du dann eben als Ergebnis ein Shirt oder eine Bluse hast, die eine super Farbe mit einem passenden Ausschnitt hat, dann ist das ja schon mal viel besser als das Oberteil in deinem Schrank, was dich irgendwie blass macht. Ne? Also es sind
muss ja nicht immer gleich so die riesen perfekte Neuerung sein, sondern es darf ja auch in kleinen Schritten sein. Denn letztendlich ist ja die Stilfindung ein Weg, ja. Du springst nicht einmal ins kalte Wasser und dann schwupps ist dein Stil glasklar und die Garderobe einmal ausgetauscht, sondern wie in allen guten Dingen im Leben steckt halt Arbeit und ja, auch ein bisschen Ausdauer. Man muss es ja einfach mal sagen, wie es ist. Und außerdem ist Stil ja auch immer eine Entwicklung, die mit deiner persönlichen Entwicklung zusammenhängt und ist auch dadurch immer ein Stück im Fluss, genauso wie das Leben, genauso wie du. Und in bestimmten Phasen des Lebens braucht man eine andere Kleidung als in anderen. Du siehst, da ist einfach auch eine Bewegung erlaubt und Veränderung. Und ja, manchmal muss sie ja auch einfach sein. Und deswegen gebe ich dir noch einen letzten Gedanken mit. Wenn du dir den Inhalt deines Kleiderschranks anschaust, dann frag dich doch mal, würde die Frau, die ich sein will, diese Sachen tragen? So, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, tschüss. Übrigens, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. In der Podcast-App, in der du das hörst, bei iTunes. Eine 5-Sterne-Bewertung hilft natürlich total, diesen Podcast einfach bekannter zu machen und viel mehr Frauen und vielleicht auch Männer zu inspirieren, ihre Garderobe nachhaltiger und eben passend zum Stil aufzubauen.